Wetter, die Gentrifizierung, die Alien-Invasion. Taskforce X, hört mit dem Sightseeing auf und seht lieber zu, dass ihr alles tötet, was ihr seht. Ich sag's nur ungern, aber Waller hat recht. Wir haben zu tun. Wie habt ihr drei euch diesmal verirrt? Hey, das war aber nicht meine Schuld. Dieses Mal. Treffen wir uns am Daily Planet. Er liegt ausgesprochen zentral. Ganz unser Reiseleiter, Sharky. Liebes. Na los, Konzentration. Siebtes Spiel, letztes Viertel. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Stehen wir also unter hohem Druck und großem Stress? Ja, da komme ich auch nicht mit, Floydie. Sag mal, bist du nicht auch ein Army-Haus? Sogar ich hab das verstanden. Lasst euch nur nicht bei irgendwas Primitivem umbringen. Du kennst ja Boomer. Der ist immer primitiv. Hey! Warte! Du bist primitiv! Genau das meine ich. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Diesmal spielen wir Suicide Squad Kill the Justice League. Genau. R zum Umsehen, also ganz basic. L bewegen. Wir müssen zum Daily Planet. A ist hüpfen. Double Jump. Was haben wir denn da? Wandklettern mit dem Jetpack. Wie geil. Okay. Er kann einfach fliegen. Was war das jetzt? Gut. Das habe ich jetzt nicht rechtzeitig lesen können. Aber wird schon nichts Wichtiges gewesen sein. So. RB und A ist Nachbrenner. Okay, das ist der Turbo. Ich muss nur tun, was ich am besten kann und treffen. So ein kleiner Schild hält mich nicht auf. Ich nutze einfach meinen Jetpack. Okay. Zack. Oh, lieber gut. Zack. Zu weit. Aber ich bin immer auf jedes Ziel vorbereitet. Einfach eine andere Knarre. Zielfernrohr. Boom, Headshot. Wo geht er jetzt hin? Perfekt. Yep. Okay, ich schaff das. Ich schaff das. In die Luft. Drück in der Luft LB, um einen Kickstarter für Deadshots Jetpack auszuführen und ihn abzukühlen. Um ihn abzukühlen, um größere Lücken zu verbinden. Überwinden. LB, drück in der LB. Okay. Das probieren wir nochmal. Ah, okay. Geschafft. Einfach. Ja, einfach. Wir kommen jetzt drauf.
Hier ein paar Zielobjekte. Wo ist wo? Ah ja. Mach doch einfach auf Breakdance. Ziel ausgeschaltet. Es muss nicht immer um Genauigkeit gehen, nur Effizienz. Drücke B, um Granaten zu werfen und Feindgruppen schnell zu eliminieren. Okay. Haben wir da unbegrenzt Granaten? Lassen die fallen, müssen wir da aufnehmen. Gut, das war nicht gut gemacht. Ich dachte, wir sammeln uns. Shark? Shark, wo steckst du bloß? Ah, diese Munition. Wer kommt jetzt? Der Shark. In einem Tunnel. Trotz der Länge nur zwei Ausgänge. Das scheint äußerst bedenklich. Menschen bauen sehr interessant. So, kommt der jetzt was anderes? Forschst du etwa schon wieder? Können die Bilder nicht warten? Die Erfahrung wäre nicht dieselbe, Floyd Lawton. Ich würde dich nie bitten, nur Illustrationen von Atlantis anzusehen. Es muss erlebt werden. Mir wären Bilder eigentlich lieber. Oho! Neue Deadshot-Phobie! Nee, das ist keine Phobie. Komm schon. Länger aufladen. Okay, der macht zwei verschiedene. Ah, einmal den Sprung nach vorne und einmal nach oben. Ja, okay. Ah, ein tiefer Fall. Momentum, Gravitation und Masse in Harmonie. Okay, und da können wir einen Abstieg machen. Das wäre sehr spritzig. Wer hat Sharky zu Witzen ermutigt? Ein Flug durch die Luft hat seine Vorteile. Weniger Landbewohner abfallen. Viel weniger. Drücke in der Luft RB halten und A, um bis zu 3 Vorwärtssprints auszuführen. Okay, dann probieren wir das gleich mal. Weit geringerer Widerstand als Wasser auch noch. Sehr gut. Ich hatte noch Hunger auf neue Gegner. Okay. Wir müssen uns noch wohnen. Okay, der kann Nahkampf. Wo ist denn? Warte, du bist auch nur schon gescheit mit dem Minigun. Feinde bezwungen. Ich werde tief in den Kampf eintauchen und unter ihnen die Strömung verändern. Drücke RT, um Nahkampfangriffe auszuführen. Das Feinde in Luftschleuder schieße schnell nach einem Nahkampfschlag, um einen kritischen Treffer zu garantieren. Oh ja.
So, Moment, ein Nahkampf. Zack. Ich weiß euer Opfer sehr zu schätzen. Ich wollte noch etwas trainieren. Jetzt müssen wir schauen, dass wir... Willst du eine echte Stadtführung? Ich zeig dir jeden Top-Ort für Mysterien und Psychopathen in Gotham. Oh, ich habe schon eine Liste. Doch die Perspektive einer Einheimischen interessiert mich. Quinn ist da die beste Wahl. In meinem Beruf genieße ich nicht gerade die Aussicht. Darf ich da auch fliegen? Floyd, Kumpel, hast du jemals was von Urlaub oder Mord gehört? Okay. Falsche Taste. Grüß dich, Deadshot. Wo sind Harley und Boomerang? Nicht bei dir. Das ist das Problem. Boomer, bitte komm. Wir sind die anderen zwei. Ein bisschen dein Hobby. Also erzähl uns alles über deinen großen Kampf. Ja, erfreue uns mit glorreichen Kampfgeschichten. Ja, naja. Weißt du. Lass dir Zeit, Schätzchen. Lass den geistigen Boomerang zurückkommen. So, und ihr hört dann die Speed Force. Okay. Gerade den Double Jump. So das. Da ist ein Haufen von denen vor mir. Mindestens 30. Muss sie erst vermöbeln, um die Schilde loszuwerden. Okay, hat einen Nahkampfangriff drauf. Schusslinze. Da ist er nur einfacher. Da ist er nur einfacher, Gegner zum Killen. Kann ich ja irgendwie nach oben? Kurzer Prozess für den Captain. Oh yeah! Ja! Das kriege ich wohl hin. Ganz einfach, eine Speed Force vor die andere setzen. Drücke RB in der Luft, um Speed Force ein zweites Mal mit kürzerer Reichweite auszuführen. Boah. Das muss man sich erst gewöhnen. Okay, ja, da Scharfschützen wir. Das ist ein großer. Aber wenn Deadshot und Shark das schaffen, dann kann ich das auch. Ich brauche jedes bisschen Speed Force, das ich habe. Drücke in der Luft LB und L, um bis zu 3 kurze Sprints in eine beliebige Richtung auszuführen oder direkt nach oben zu fliegen, wenn keine Richtung gedrückt wird. Interessant. Boomer, beweg deinen Arsch! Einige von uns kämpfen hier um ihr Leben! Hetz mich nicht so! Brauchst du Unterstützung? Nein, ich hab's erledigt! Wie ein Profi! Oh, verstehe. Wie ein Profi. Klar. Laufen wir rauf. Okay, wir kommen alle zu demselben Punkt. Weil er ist ja einfach, wenn man den einfach wirft. Und dann halt. Sie warten schon.
Ah, Boomerang. Du siehst trotz angeblich heftiger Kämpfe unverletzt aus. Hast du Harley gesehen? Nee, ich hab sie nicht gesehen bei all den Leichen. Hey, Holz! Wohin bist du verschwunden? Hast dich doch wohl nicht vermöbeln lassen. Oh, jetzt kommt Harley Quinn. Und Deadshot so? Du gibst nichts auf Selbsterhaltung, Quinn? Muss man erlebt haben. Was war das für Viech? Endig. Egal, ich bin in einer Gotham-Minute da. Der ist natürlich auch wieder. Spielst du wieder mit toten Schlägern? Das ist gruselig. Ja, ein bisschen. Aber es ist gerade wie Balsam für meine geschundene Seele. Könnte schlimmer sein. Ich könnte wie Puma sein. Hey, was soll das denn bitte heißen? Es wird vermutet, dass du nicht badest und nur deine Waffen reinigst. Kumpel, ich mache alles mit meinen Bumerangs zusammen. Sogar duschen. Aufs Klo, alles. Ja, du machst es gerade irgendwie nur noch schlimmer. Das ist die Hölle. Ich bin tot und so sieht meine Hölle aus. Was ist denn das? Ja gut, ich glaube, das erfahren wir dann später. Aber irgendwas ist da... Ja, irgendwas ist mit der Stadt passiert. Was sehr Großes. Schwingen. Ah, das gehört uns. So eine kleine Drohne. Einen Wurfhaken haben wir auch noch. Ist das von Batman? Das erinnert mich komplett an Arkham Asylum. Oder nein, Gotham City, glaube ich, war es. Da hat er nämlich auch so einen Greifhaken immer gehabt. Okay, kann man das dann auch steuern? Ist das eine Überraschungsparty? Darum versteckt ihr euch? Ich hab auch eine Überraschung für euch. Okay, Nahkampf hat sie auch drauf. Mit Schwung ins Unbekannte zu schleudern. Das ist hundertprozentig von Batman. Drücke A kurz bevor du einen Vorsprung erreichst, um über ihn hinauszuschießen und Schwung zu behalten. Dies setzt auch eine Schwungladung komplett zurück. Okay. Okay, das ist glaube ich gewöhnungsbedürftig. Wie im Junioren-Gymnastikfinale. Schwingen, loslassen, auf die Halle Schwungladung erholt sich mit der Zeit, wenn sich die Leiste auffüllt, schwingt dich erneut über eine längere Distanz. Starten wir mal von da.
Harleys Schwungladung erholt sich mit der Zeit. Wenn sich die Leiste auffüllt, schwingt dich erneut über eine längere... Das füllt sie dann auf. Okay, mal Nummer, ey. Kommen. Squad ist komplett. Hallo Jungs, wie läuft eure Apokalypse denn so? Jetzt, wo wir endlich alle hier sind, können wir... Oh, fast vergessen, da ist ein Riesenhaufen Schurken, der sich gleich auf uns stürzt, wie auf frische Häppchen am Buffet. Also, wer bleibt und spielt den Helden? Timmy Glied wählen. Waffen-Nahkampf. Explosionen sind ihre besten Freunde, rücksichtslos und flinke Kämpferin mit purer Kraft nah dran und chaotisch. Nutzt ganz leicht schwere Schusswaffen, werden als gewandter animalischer Kämpfer losgelassen. Gottgleiche Kräfte, die Schaden nehmen und zufügen. Baut sich immer auf was Großes auf. Schneller, unberechenbarer Lauerer. Auch auf Distanz nervig. Ab in den Himmel und lass es knallen. Akkurat aus der Höhe und Entfernung. Tätig und nützlich mit seiner anpassenden Handgelenkpistolen. Ja, ich bin nur der komplette Fan vom King Shark. Dann nehmen wir den. Deadshots Kampflektionen werden mir zugutekommen. Gut, dass ich mitgeschrieben habe. Präzises Timing ist der Schlüssel. Du kannst deinen aufgeladenen Konterschutz nutzen, um feindliches Verhalten zu unterbrechen. Feinde sind zu bestimmten Zeiten in ihren Angriffen schwach gegen Konter. Jeder Feind hat eine andere Reaktion auf Konter. Also nutze sie im Kampf zu deinem Vorteil. Nutze den Konter präzise, um ihn in einen kritischen Konter zu verwandeln, der auch massiven Schaden anrichtet. Und RP. Okay. Neues Ziel gewählt. Ja gut. Dann noch mal ein bisschen Leben. Huhu! Der hat gezwirbelt. Wie ist denn der jetzt erkennen?
Jubelt. Gekontert. Ich habe eure Schilde modifiziert. Keine automatische Aufladung, damit ihr euch nicht hinter eurer Deckung verkriecht und meine Zeit verschwendet. Wer überleben will, muss dafür kämpfen. Ihr könnt eure Schildladungen von Feinden im Nahkampf ernten. Schieße Feinde in die Beine, bis sie Schildernte bereit sind und greife sie dann im Nahkampf an, um dein Schild wiederherzustellen. Okay. Beine? Okay, geerntet. Das zählt dann bloß, wenn man auf die Beine schießt wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Auf die Beine! Schilde geerntet. Das müssen wir uns alles merken. Ob es Naschwerk in der Lobby gibt? Das mit dem Content habe ich noch nicht ganz verstanden. Auf das war jetzt nicht ganz wichtig. Der Daily Planet stand mal für journalistische Integrität. Was ist nur daraus geworden? Journalismus ist eine der höchsten Berufungen überhaupt. Andere informieren, Missetaten bloßstellen und Klatsch. Höfischer Klatsch kann sogar über Leben und Tod entscheiden. Selbst in meiner Heimat sind die Worte von Lois Lane und Cat Grant heilig. Eine Ehre, diesen Ort selbst besucht zu haben. Wobei mich der Mann... Okay, wer ist er? Oder ist? Das Schädelschiff mag uns nicht. Over. Ihr alle zum Zielort. Der Prometheum-Schild ist aktiv, aber er hält nicht ewig. Erinnert mich an Sonntagmorgen zu Hause. Ja, die Nostalgie eines Kriegsgebiets. Bei den Hammerhai-Konflikten in meiner Jugend. Nein, nein, konzentriert euch. Auch wenn diese Haikämpfe echt cool klingen. Begebt euch in die Einsatzzone, Taskforce X. Schwimmen. In Ordnung, Feuer frei. Erledigt so viele von ihnen wie möglich, bevor ich euch raushole. Jupp. Hättest du das Gesicht sehen sollen, Hal? Ich glaube, es war ein Gesicht. Diesen Springer ist mir ein bisschen ungewohnt. Okay, da hat das jetzt Kontakt gesagt. Ein gutes Spiel habe ich, schalte es aus! Ein bisschen immer losballern.
müssen wir weg. Natürlich alles ernten. Leer herkommen. So, das ist meiner. Das ist ein Scharfschütze, oder? Okay, die steuert man dann wahrscheinlich mit dem Konterschuss angreifen. Helis haben sie auch. Da geht einfach so viel ab. Und die Heli ist auch noch kaputt. Wo müssen wir denn hin? Sind wir schon fertig? Ah, jetzt kriegen wir einen Rückblick. Ich sehe jetzt eh Arkham Asylum wahrscheinlich. Wie ist unsere Rekrutierung? Mein Name ist Amanda Waller. Ich bin Direktorin von Argus, einer Division der Heimatschutzbehörde, von der ihr nie gehört habt. Aber wir haben von euch gehört. Und ich mache euch heute ein Angebot. Ihr seid hartnäckig wie wilde Hunde. Verzweifelt. Hungrig. Ihr seid Überlebenskünstler. Das macht euch vielleicht zu den Königen und Königinnen von Arkham, aber da draußen, die Welt hat euch längst vergessen. Und ihr verbringt wahrscheinlich den Rest eures Lebens mit zweifelhaftem Gefängnisfraß. Das kann ich ändern. Vielleicht bin ich euer Ausweg. Die Chance, einmal was Gutes zu tun. Und... Hi, Harley Quinn, Arkham Gazette. Nur eine kurze Frage. Was hat's mit diesem verdammten Hai auf sich? Ich, würde mich nur zu gern vorstellen. Das ist nicht nötig, King Shark. Das ist zu geil. Das ist ein Nanobombeninjektor von LexCorp. Rammt ihm jemanden in den Hals und gute Nacht. Wollt ihr hier euren letzten Atemzug tun? Nein? Dann helft mir. Mir reicht einer von euch. Und die anderen, ihr drei seid schon tot.
Nun. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Sollen sie jetzt gegenseitig verkloppen? Also. Schon gut, sorry. Also, natürlich will Waller den tödlichsten Attentäter aller Zeiten haben. Aber was sie mit dem Rest von euch will? Wie ich Amanda Waller kenne, bestimmt nichts Gutes, nach meiner Erfahrung. Woher zur Hölle bitte willst du sie denn kennen? Und was macht ein Fisch in Arkham? Probleme mit der Psyche, Shark. Angststörungen, ja. Aber ich kam aus meiner Heimat her. Dem Ozean? Belrev Strafanstalt. Könnt ihr euch alle mal für einen Moment konzentrieren? Das ist doch eine Falle. Wenn einer von uns das Ding berührt, kommt keiner von uns hier raus. Ah, das Gefangenendilemma. Was denn für ein Dilemma? Dieser Gefangene will hier raus. Komm schon, Captain, du bist neu hier. Ich sitze schon seit 5 beschissenen Jahren. Fühlt sich an, als wäre dieses Gespräch 5 Jahre lang. Können wir einfach... Oh, tut mir leid, Deadshot. Was stört dich? Unterbrechen wir etwa dein Festgeschnalltsein? Ich dachte immer, Deadshot wäre weiß. Und ich dachte, du hältst vielleicht mal die Fresse, du hässliches Känguru. Weil du Australier bist. Okay, also bringen wir uns jetzt gegenseitig um, oder was wird das hier? Ich will ganz ehrlich sein, ich töte jeden, um hier rauszukommen. Ich töte dich, ich töte mich selbst. Niemand wird irgendjemanden töten. Wenn niemand die Bombe nimmt, kommt Waller zurück, sieht, dass sie es nicht mit 4 durchgeknallten Vollspinnern zu tun hat, und wir kommen raus. Also dann tun wir nichts. Exzellent, ich bin mittlerweile geschult im... Genießt euer Nichtstun, Trottel! Vielleicht hättet ihr doch besser weniger meditiert und gelernt, wie man Schlösser knackt. Sieht nämlich so aus, dass Captain Boomerang... Oh oh. So viel zu keiner fasst die Bombe an. Ja, ist schon mal sehr vielversprechend, dass sie die 4 so gut verstehen. Die hauen sie jetzt einfach die Pumpen selber rein. Ihr taugt's voll. Ich hab's genau das gekriegt, was wollt. Niemand. Wir haben Bomben in den Köpfen. Wir haben alle verloren. Shark hat recht. Sie hat euch ausgetrickst. Das wart ihr selbst. Willkommen zur Task Force X. Ja, und so sind wir dann anscheinend rekrutiert worden. Also wir alle. Ein Plan für diese verrückte Truppe. Du bist schon wach, oder? Der Sohn eines Gottes schläft nie. Eine Schmach, sterblich in ihre Possen zu ertragen. Da sind wir uns ähnlich. Hatte eigentlich nicht vor, mir in Arkham weitere Probleme aufzuhalsen. Gott, da ist was in meinem Ohr! Hat eins von euch perversen Schweinen mir was ins Ohr gespritzt? In ihr Funkkommunikation. Wir hören deinen Schwachsinn jetzt echt überall. Bringt mich echt so weit, die Einzelhaft zu vermissen. Im
Immerhin bin ich nicht mehr in Arkham. Danke, ihr Deppen. Hätten wir halt einfach einen Aufstand gemacht wie normale Leute. Aber nein! Das wäre ja viel zu einfach gewesen. Das war ein Test. Ein Psychospiel. Ich weiß nicht, ob wir ihn bestanden haben. Tja, besser vier explodierende Köpfe als einer. Wo sollen wir hin und wer muss abglauben? Wir sind gerüstet wie für eine Armee. Wartet! Steuert etwa dieser riesige Trottel den verdammten Zug? Sicher nicht. Ich bin noch nie mit einem Zug gereist. Oh, brillant! Na ganz toll. Dieser Zug ist wieder Australier. Echt alt und stinkig. Da irrst du dich, Liebes. So alt bin ich überhaupt nicht. Hyman, zieh an der Bremse. Sind wir gleich schon da? Gute Qualität. Ich wusste ja, wenn wir zusammenkommen, dann wird's krank. Und ich hatte natürlich wie immer recht. Talia hat einfach immer Spaß, egal was passiert. So. Wir müssen ja alle überlebt haben. Wissen wir ja, dass wir in 7 Tagen nur am Leben sind. Blöder Arschlochzug! Blöde Hirnbocken! Blödes Angebot! Hey, warte mal, Großer. Was ist denn? Spürst du das da? Was spüren? Ist das ein Trick? Oldschool. Miss Black Ops will uns wohl was mitteilen. Oder? Das ist ein Mixtape. Glückwunsch, Taskforce X. Wenn ihr das hört, hat es immerhin einer von euch zum Einsatzbereich geschafft. Danke für nichts, Shark. Schweig, Australier. Funkgeräte funktionieren so tief unten nicht. Daher muss diese Aufnahme genügen. Hier sind eure Ziele. Kann's kaum erwarten. Ihr seid mit C4-Sprengladungen ausgestattet. Setzt sie alle ein, um die Wand mit der Zeittafel zu sprengen. Geht durch. Dann aufs Dach des Gebäudes vor euch. Von dort kontaktiert ihr mich. Noch genauer ging's wohl nicht. Taskforce X, hier eure Befehle. Wenn ihr sie ignoriert, euch aufteilt oder mir ans Bein pisst, werde ich die Mikrobomben zünden, die ihr euch netterweise in die Köpfe gejagt habt. Falls ihr überlebt, sprechen wir uns noch. Oder Ende. Okay, Teammenü öffnen. Okay, wir können dann Schwierigkeitsgrad anpassen. Wir können das Aussehen ändern. Ja, nehmen wir blau. Ja, das ist alles was ein bisschen, wie sagt man, kosmetische Sachen. Das brauchen wir jetzt alles vorerst nicht, oder? Star City. Warum sollte man Gotham überhaupt verlassen? Ein Teil davon wurde in ein Hochsicherheitsgefängnis umgewandelt. Ja, der soziale Wandel überall heute. Ich wollte einfach C4, Obi. Ah, okay, da können wir. Da können wir zwischen die Charaktere wechseln.
Ja, das wissen wir doch, wie man schießt. Der Aufzug will nicht. Vielleicht sollten wir auf den Generator da oben schießen. Okay, deswegen. Harley Quinn, solltest du nicht vorsichtiger sein? Das ist nicht ihr Ding. Oh, Deadshot. Warte, wieso haben wir so riesige Sichel? Bis wir rausfinden, wo zum Teufel wir sind, hören wir auf. Waller. Oh, ist das ein Superheldenmuseum? Ich hasse Superhelden. Und Museen. Kenne ich aus dem Fernsehen. Die Halle der Gerechtigkeit. Dann rauben wir sie aus! Ja, wieso muss er das jetzt kaputt machen? Schott. Müssen wir jetzt da oben? Oder müssen wir herumbleiben? Zeigt unser Ziel da. Ich habe viel über die Justice Stilzeug. Und sie sind trotzdem größer, als ich erwartet hatte. Egal, was Flash gesagt hat. Meine Maske ist nicht nur ein Halloween-Kostüm. Das weiß ich. Sie ist ausgestattet mit erweiterter Sicht, damit ich keinen Hinweis übersehe. Und Funkverbindung zu meinen Freunden in der Justice League. Diese Maske hielt vor meinem Beitritt zur League meine Identität streng geheim. Sie ist mit Blei gefüttert, damit niemand darunter sehen kann. Nicht mal Superman. Was kann jetzt der Clown? Weit, weit weg von hier gibt's den Planeten Oa. Heimat der Wächter. Die Wächter sind wirklich alt. Klein, blau und super schlau. Vielleicht schlauer als Batman. Die Wächter schufen diese Ringe. Sie sind mächtig und ein bisschen gefährlich. Doch, wenn ein Ring einen auswählt, kann man damit praktisch alles Mögliche erschaffen. Green Lanterns sind Wahrer des Friedens. Die Wächter erwählten uns aus dem ganzen Universum. Tja, ich bin von der Erde. Ich war ein Marine. Aber im Lantern Corps bin ich eher ein intergalaktischer Polizist. Ein Green Lantern benutzt seinen Ring, um anderen zu helfen. Und um Schurken aufzuhalten, wenn nötig. Ich bin Green Lantern des Sektors 2814 und ich bin stolz, diesen Planeten zusammen mit meinen Freunden der Justice League zu verteidigen. Okay, können wir den Ring da klauen? Meinen Kraftring habe ich für euch vergrößert, denn wisst ihr was? Der ist vielleicht das mächtigste Artefakt in der Halle der Gerechtigkeit. Er ist vielleicht nicht ganz so stark wie Superman, aber meine Superkraft ist meine Fantasie. Mit meinem Kraftring erschaffe ich viele praktische Dinge, um den Tag zu retten. Früher war ich mal Architekt. Konstrukte zu bauen funktioniert so ähnlich. Nur, dass sie viel schneller fertig sind. Was geht denn hier so ab? Hinter diesen Türen liegt das Allerheiligste der Justice League. Klingt sehr beeindruckend, oder? Das ist es auch. Im Allerheiligsten beschlossen wir gemeinsam die Gründung der League. Und seitdem ist es das Nervenzentrum der Justice League. Hier planen wir den Kampf gegen Mächte, die so stark sind, dass wir sie nur gemeinsam bekämpfen können. Sorry, leider dürfen keine Besucher ins Heiligtum. Aber wenn du dich dem Guten widmest, dich stets für den Frieden einsetzt und bereit bist, andere zu beschützen, kannst du der Justice League beitreten. Und uns drinnen treffen. Okay, dann schließen wir die Justice League wohl. Hallo, ich bin Superman. Freut mich, dass ihr die Halle der Gerechtigkeit besucht. Ich komme jeden Tag, um mich mit meinen besten Freunden zu treffen. Der Justice League. Nun, da ihr hier seid, macht uns das wohl auch zu Freunden. Wonder Woman hielt es für eine gute Idee, die Türen zu öffnen und uns vorzustellen. Erst einmal, ich bin nicht aus Metropolis. Ich bin nicht mal von der Erde. Als ich noch jünger war als ihr, lag meine Welt im Sterben. Also schickten mich meine Eltern auf einen schönen blauen Planeten,
weit weg. Wirklich nette Menschen nahmen mich auf, obwohl ich von einer anderen Welt kam. Obwohl ich anders war. Ich liebe diese Welt. Meine Freunde. Und ja, sogar Ben. Geben wir ein Versprechen. Wir werden immer versuchen zu helfen. Immer anderen eine Chance geben. Egal wer sie sind und woher sie kommen. Und wir werden immer aufeinander aufpassen. Ja, das hat aber nie so ausgeschaut im Tutorial, dass da... dass die das so gut auf die Erde aufpasst haben. Und auf ihre Freunde. Meine Rüstung stammt von Themyscira's besten Handwerksleuten und widersteht jeder Gefahr. Sie ist ein altes Relikt, weitergegeben von einer Generation zur nächsten. Sieht hart aus, oder? Das ist sie auch. Mensch, Maschine oder Monster. Nichts, und ich meine nichts, schlägt amazonische Handwerkskunst. Aber du viel zum Erkunden, wenn es da auch noch was gibt. Fast nichts anderes einen Alarm auslösen kann. Oh, Batman. Verbrecher können jederzeit zuschlagen. Und wenn sie es tun, muss ich bereit sein. Batpods sind mobile Versorgungseinheiten. Ein bisschen wie eure Rucksäcke. Wie Rucksäcke mit modernster Tarntechnologie. Batpods enthalten alles Nötige. Den Batsuit und die Bat-Ausrüstung. Sie sind fast überall auf der Welt einsetzbar. Egal wo Menschen Hilfe brauchen, werde ich helfen. Ja, jetzt könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblings-Superheld ist und warum es Batman ist. Sie heute nur für euch geöffnet und es gibt viele tolle Dinge zu sehen und zu tun. Wonder Woman bewacht das Allerheiligste. Green Lantern ist beim Quartiermeister. Oder vielleicht wollt ihr nur Batmans coolen Batpod-Werfer sehen? Und in der Ausstellung Helden und Schurken zeigt euch Flash einige unserer Werkzeuge zur Verbrechensbekämpfung und einige ziemlich schräge Sachen, die wir von Schurken erbeutet haben. Seht euch um. Drückt alle leuchtenden Knöpfe. Es ist Tag der Gerechtigkeit. Habt einen super Tag. Wir schauen uns natürlich alles hier. Das große S auf meiner Brust kann nur eins bedeuten, oder? Na, das tut es nicht. Ich verrat's euch. Bis ich auf die Erde kam, war das überhaupt kein S. Ihr wisst ja, ich komme von einem anderen Planeten. Ja, mit der Hoffnung. Auf meiner Welt ist das nämlich mein Familienwappen. Nicht schlecht, hm? Jetzt habe ich eine neue Familie und, ja, einen neuen Planeten. Aber ich trage das Wappen als ewiges Andenken an meine Herkunft. Das ist der Wachturm. Unsere Satelliten- und Raumstation, die uns hilft, über die Stadt und viele andere zu wachen. Wir kriegen mit, ob jemand was Böses plant, komische Aliens auftauchen oder Leute sich idiotisch verhalten. Egal wo. Der Wachturm ist wie ein allsehender Gott, wie Hyperion oder Thea. Er sagt der Justice League, wo sie gebraucht wird. Er sieht zwar nicht alles, aber eine Menge. Wir kennen nicht alle eure Geheimnisse. Aber werdet mir da draußen lieber nicht zu Schurken, okay? Wir sehen nicht nur böse Taten, sondern auch die guten. Die Hilfe, die jede einzelne Person leistet. Und die Aussicht ist super. Stellt euch Teleskop- und Satellitenfotos vor, aber größer und heller und viel besser. Vielleicht nehmen wir euch nächstes Mal mit? Vakuum ist schlecht für wachsende Knochen. Aber wenn ihr je in der Klemme steckt, sind wir da. Ich hör einfach Ariletten an. Wer sich so schnell bewegt wie ich, braucht Ausrüstung, die mithalten kann. Mein Helm besteht aus leichtem Gleitmaterial, das sich die Eierköpfe der WayneTech Labs ausgedacht haben. Er hält der Speedforce stand und absorbiert und verteilt beim Rennen kinetische Energie. Oder einfach gesagt, wenn ich das hübsche Teil trage, kann mich nichts aufhalten. Disc-friendly. Hallo, ich bin Wonder Woman, aber nennt mich ruhig bei meinem echten Namen. Diana. Ich wurde auf Themyscira geboren.
der geheimen Insel und Heimat der Amazonen. Als Kind wuchs ich in dem Glauben auf, ich würde bei meinen Amazonenschwestern auf Themyscira bleiben, bis ich eines Tages ein großes Geheimnis erfuhr. Möchtet ihr es hören? Ich erfuhr, dass ich die Tochter von Zeus bin, dem Göttervater. Von der Seite meines Vaters erhielt ich die Kraft, meine undurchdringlichen Panzerhandschuhe, mein Schwert und, am wichtigsten, mein magisches Lasso zu schwingen, das jeden zwingt, die Wahrheit zu sagen. Wie konnte ich mit all diesen Gaben auf Themyscira bleiben? Als ich erfuhr, dass in eurer Welt Krieg herrschte und auch Unterdrückung, wusste ich, dass ich helfen musste. Trotz der Sorgen meiner Mutter schloss ich mich der Menschheit an. Ich kam als Kriegerin des Friedens, als Beschützerin. Mir fehlt die Insel. Aber ich habe neue Freunde gefunden, wie die Justice League. Es gibt nichts, das wir nicht füreinander tun würden. Gemeinsam sind wir unbesiegbar im Kampf für eine bessere Welt. Es ist richtig so Promotion-Aktion, was die da wieder reimt. Aha, wir haben keine E-Mail. Absolut. Hast du nicht ein Kind? Es ist sicher gar nicht gesehen. Okay, man nennt mich den schnellsten Mann der Welt. Und klar, das stimmt. Auch wenn Superman das wohl anders sieht. Den Blitzschlag in meinem Labor bin ich ja auch nicht davon gelaufen. Doch das war, bevor ich Energie erhielt aus der interdimensionalen Energiequelle namens Speed Force. Das ist sowas wie die größte Batterie des Universums. Und sie wird niemals leer. Nun wisst ihr es. Mit der Speed Force kann ich viel mehr tun, als nur schnell laufen. Ich kann einen Wirbelsturm erzeugen. Die Moleküle meines Körpers vibrieren so schnell, dass ich verschwinde. Praktisch, wenn ich mal in Schwierigkeiten gerate. Kinder, glaubt mir, beim Rennen von Blitzen verfolgt zu werden, ist ziemlich cool. Doch bei der Justice League geht es nicht nur darum, was ich kann. Und auch nicht so sehr darum, was die anderen können. Hier geht es um euch. Ihr könnt jeden Tag Superhelden sein, wenn ihr das Richtige tut. Ihr inspiriert uns zu Großem. Also vielen Dank. Und was sind wir jetzt da eigentlich klauen? Ihr seid beim League-Quartiermeister. Manchmal sind ein Green Lantern-Ring oder Schnelligkeit nicht genug, um Schurken zu besiegen. Deshalb arbeiten wir mit schlauen Ingenieuren wie unserem Freund Lucius Fox von Wayne Tech. Dank seiner Erfindungen verstehen wir die Kräfte von Superschurken und können sie ausschalten. Und so beschützen wir euch. Okay, schauen wir schnell auf die andere Seite. Zur Ausstellung des Reichtums der Justice League. Die Souvenirs hier in der Halle sollen nicht nur cool aussehen. Aber ich geb's zu. Ich hab die Melone von Riddler anprobiert. Wir stellen diese Objekte aus, um einige der Abenteuer der League zu zeigen. Und die Schurken, die wir besiegt haben. Wir von der Justice League glauben, dass man sich als Helden nicht nur an Erfolge erinnern muss, sondern auch an Fehler. Das macht uns stärker. Das ist es, was uns zu Helden macht. Nie trage ich den Helm des Ares. Er ist ein niederer Gott. Und mein Kopf ist viel zu groß. Aber ist es nicht die Drohne, die wo Tali dann hat? Ich war einst Bruce Wayne, Bürger von Gotham. Als ich noch ein Kind war, verlor ich meine Eltern an Gothams größten Feind, das Verbrechen. Von jenem Tag an schwor ich mir, mein Leben dem Kampf gegen die zu widmen, die Herz und Seele von Gotham verletzen. So wurde ich zum Symbol. Etwas, das selbst das Böse fürchtete. Ich wurde die Rache. Ich wurde die Nacht. Ich wurde Batman. Natürlich brauchte ich mehr als nur meinen Verstand. Ich musste hart arbeiten. Jeden Tag trainieren, um kampfbereit zu sein.
Ich musste Hightech-Werkzeuge entwerfen, Ausrüstung. Und die fortschrittlichsten Fahrzeuge, die ihr je gesehen habt. Zuvor hatte ich Freunde, doch ich musste sie verstoßen zu ihrem Schutz. Nun, als Teil der Justice League, bin ich dankbar für meine Gefährten. Denn gemeinsam sind wir viel stärker als allein. Die Frage ist, weil da haben wir nur was auswählen können, man da geht's dann gleich weiter. Ein fetter Goldpalast um der Welt. Leider kein Zutritt. Das Heiligtum ist ein nicht öffentlicher Bereich, wo die Justice League für ihre Sicherheit arbeitet. Viel Spaß in den anderen Bereichen der Halle der Gerechtigkeit. Dieses Ding würden alle ja, gut, dann klammern wir das gute Zeug. Was haben wir da Schönes? Hey, Vorsicht mit dem. Ah, shit! Glas. Alles gut. Was zur Hölle hast du da? Ich dachte, dieses Baby wäre ein Mythos. Ein Speedforce-Handschuh. Damals, als Doc Savannah unbedingt Flash nachahmen wollte. Okay, und da kriegt er auch sein Handschuh her. Du fehlst mir. Dann ist es wirklich wie das von Batman. Du hast Riddlers Hut der Unsichtbarkeit gefunden. Na, verarscht's noch heute nicht. Das ist voll gemein. Das riecht so sehr nach internationaler Attentäter wie ein verdammter Jetpack. Scheiße, da breche ich mir den Hals. Da hast du wohl recht. Jetpacks sind auch eher so ein Deathstroke-Ding, glaube ich. Flossen weg. Mit seinem Hut. Der Hut bringt dich nicht nach oben, Shark. Ich komme von selbst nach oben. Was sagt man dazu? Haie können fliegen! Okay. Neues Spielzeug, geladene Knarren. Dann mal ab aufs Dach und zurück in die Freiheit. Probieren wir das Zeug aus. Ich habe mir nie viel aus sowas gemacht, aber wenn wir schon mal in Metropolis sind, aber ich nicht ganz check, wieso ist es das öffentlich, dass der Bruce Wayne Batman ist? Habe ich da irgendwas verpasst? Auf alle Fälle, da würde ich jetzt mal die erste Folge beenden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.